Boos. Bist du Boos? Ja, du bist Boos. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buttel geht auf mich. So, wie stehst du zu Stahlbart? Wie stehst du zu Stahlbart? Ha, der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Ja, warum nicht? Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen. Aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Zucker und Wasser? Genau. Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Du, die Wasserträger. Und du brauchst Zucker, richtig? Du brauchst also Zucker. Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel, am Rand des Dschungels, steht ein Schmugglerturm. Wenn du was rausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Gut, die Zuckerlieferung. Ja, und ich habe hier einen Brief für dich. Ah, kannst du mir was beibringen? Ich brauche mehr Rum. Ein paar Flaschen kannst du kriegen. Aber glaub nicht, dass ich so viel rausrücke, damit du ein Schiff beladen kannst. Ah, 3 Stück gibt er uns. Grog Bloody Mary, was ist das? Blutregeneration 100. Ach, Blut plus 50. Blutregeneration 100. Nach einem richtig schlechten Tag bringt dich Mary wieder auf die Beine. Okay. Schmerztöter. Ah, boah. Ganz schön harte Sachen hat er hier. Rezept für Rum. Handspiegel. Silberzunge plus 10. Ach. Okay. Grog Rum. Rum bringt also plus 100 Blut. Der heilt uns mehr. Okay. Brauchen wir aber noch nicht. Ja, und ich klicke erstmal Ende, speichere mal ab und wir gucken mal in den Brief rein und schauen mal, ob das überhaupt geht, in den Brief reinzugucken, bevor wir ihn den geben. Vielleicht machen wir auch was falsch, wenn wir reingucken, aber ich will wissen, was da drin steht. Wo haben wir denn hier? Versiegelter Brief. Ein Brief erhalten. Was steht denn da drin? An die Herren Piraten von Takarigua. Es ist uns nicht entgangen, dass ihr euch an unseren Zuckervorräten schadlos gehalten habt. Ich möchte euch daher folgenden Vorschlag unterbreiten. Ihr liefert uns einen Teil des Rums, den ihr zweifelsohne aus unserem Zucker hergestellt habt, als Entschädigung. Im Gegenzug werden wir davon absehen, euren kleinen, unbedeutenden Stützpunkt in Schutt und Asche zu legen. Hochachtungsvoll Di Fuego, Gouverneur von Takarigua. Ach, das ist ja hart. Was ist, wenn wir dem den Brief jetzt so geben? Ich habe hier einen Brief für dich. Das letzte Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So. An die Herren Piraten. Was für ein Quatsch. Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne. Er will unseren Rum? Niemals. Er kann Gold haben. Ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition. Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Pedro ist einer von euch? Nein, nein. Er ist der Schreiberling von dem aufgeblasenen Sack, der sich Gouverneur von Takarigua nennt. Der alte Jack kennt ihn irgendwoher. Er hat die Sache eingefädelt. Aber du hast mir noch nicht auf meine Frage geantwortet. Ja, klar, das kriege ich hin. Klar kriege ich das hin. Das wollte ich hören. Warte, ich schreibe dir schnell eine Antwort.
Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Von Pedro. Hier, mach was draus. So. Okay, geht klar. Kannst du mir irgendwas beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Zeige mir, wie ich Wirkung von Schmerztöter verlängern kann. Ach, du Heiliger. Das kostet wieder haufenweise. Nee, erstmal nicht, danke. Gut. Hank, was machst du? Trink dir einen Rum und amüsier dich mit Holly. Okay. Nee, Moment, möchte ich nichts trinken, danke. Wen haben wir hier? O'Brien. Ahoi! Ahoi! Ich bin O'Brien, Smoothier auf der bärtigen Jungfrau. Der Name klingt total bescheuert. Der Name klingt total bescheuert. Eine ganze Nacht haben wir den Namen für das Schiff gesucht. Und da seid ihr nicht auf Eleanor oder Esmeralda gekommen? Tja, bei der Taufe war der Captain schon ziemlich betrunken. Ich will bei euch anheuern. Boah, wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smoothie umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Ja, was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen. So, wie kann ich dich im Saufen schlagen? Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Erklär mir die Regeln. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Okay. Moment, ich speichere mal kurz ab, bevor wir das machen. Geht klar, jetzt lass uns saufen. Lass uns saufen. Gut. Lass uns saufen. Wir können einfach so eine Runde saufen oder mit Einsatz. Ja, saufen wir um deine Karte. Saufen wir um deine Karte. Warum nicht? Aber nur unter 2 Bedingungen. Erstens, du bringst einen ordentlichen Schnaps. Wir saufen mit Schmerztöter. Zweitens, du bringst vorher auch einen Einsatz. Was stellst du dir vor? Tja, ich bin mir sicher, dir wird schon was einfallen. Okay. Genug davon. Genug davon. Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir... Als Einsatz für deine... Ein Äffchen. Eine schwarze Perle. Eine Flasche Rum. Wie sieht's mit Gold aus? Wie sieht's mit Gold aus? Ich hab so viel davon, dass ich es in eine Kiste gepackt und verbuddelt habe. Davon kannst du dir nichts kaufen. Was ist? Schlägst du etwa mein Gold aus? Wegen mir, dann setz dein Gold. Aber nicht zu wenig. 500 Goldstücke, eine Flasche Rum? Eine Flasche Rum. Willst du mich verarschen? 2 Flaschen Rum? Nein! Und ich nehme auch keine getragene Wäsche. Ach, schade. Okay. Eine schwarze Perle, ein Äffchen. Für was braucht ein Äffchen? Das frag ich mal. Ein Äffchen. Dann besorg dir eins. Eine schwarze Perle? Eine schwarze Perle. Hast du aber nicht. Sonst noch einen Vorschlag? Na, okay, ich denk darüber nach. Ich denk drüber nach. Gut, Ende. Gut. Überlegen wir uns erstmal. Wir müssen noch einen Schmerztöter besorgen. Holly. Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze?
Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat ihn beauftragt, das Tor zu bewachen. Mm. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Tja. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Gut, das wäre alles. Das wäre alles. Das andere kostet Kohle. So, was haben wir hier? Pirat. Brot. Meeks. Das Brot nehme ich mir mal mit. Lass das besser sein, Bursche. Okay, Meeks. Hey, gehörst du zu Booze? Nein. Dann bist du einer von Stahlbarts Männern? Noch nicht. Hoi, bei dem Verfluchten willst du mitsegeln? Darauf müssen wir einen trinken. Spendierst du mir einen? Was weißt du über den Fluch? Was weißt du über den Fluch? Erst trinken wir mal einen. Ach klar, trink einen auf mein Wohl. Klar, trink einen auf mein Wohl. So gefällt mir das. Sag mir, was du über den Fluch weißt. Sag mir, was du über den Fluch weißt. Man hört ja so allerlei von Wesen aus der Tiefe, die ihn verfolgen. Und seine Mannschaft, die steckt auch mit drin. Alle, die mit ihm segeln, sind schon so gut wie tot. An deiner Stelle würde ich auf das nächste Schiff warten und bei einem anderen Captain anheuern. Na toll, und das hat's jetzt gebracht, oder was? Naja, egal. Was haben wir hier noch? Bier. Hey du, komm mal rüber. Boos. Warum machst du das? Ich hab gespeichert. Darf ich das Bier nicht nehmen? Egal. Boos, was gibt's? Besser, du gibst dem Schnorrer keinen Rum aus. Redest du von Mix? Ich trau dem Kerl nicht. Ist er keiner von deinen Jungs? Mix ist einer von Garcias Leuten. Es gab einen Streit zwischen den beiden. Garcia ist abgehauen und hat Mix hier sitzen lassen. Wer ist Garcia? Wer ist Garcia? Du kennst Garcia, den Gierigen, nicht? Er ist einer der Kapitäne. Einer, der sich mit Mara verbündet hat. Oh. Früher ist er mal mit Stahlbart gemeinsam gesegelt. Warum traust du Mix nicht? Warum traust du Mix nicht? Die ganze Zeit sitzt er in der Ecke. Aber nachts verschwindet er für ein paar Stunden. Ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, was er macht. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Kerl. Ich kann rausfinden, was er macht. Aber unauffällig. Am besten du folgst ihm, wenn er das nächste Mal losgeht. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Gut, Verfolgung in der Nacht. Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Gut. Er geht los. Okay. Da haben wir unsere erste Aufgabe so gesehen. Langsam gehen, Shift links. Den werden wir jetzt mal verfolgen. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge an Aufgaben sozusagen, die wir hier nacheinander alle erledigen müssen. Lalalala. Lalalala. Folgen wir mal dem guten Meeks und schauen mal, wo er denn in der Nacht so hingeht, der Gute. Der verschwindet ja immer für ein paar Stunden, wie wir herausgefunden haben. Und Gott sei Dank ist gerade Nacht oder zufällig ist gerade Nacht. Hier haben wir eine Geisterlille. Die können wir noch einsammeln. Oh, nicht rennen. Schleichen. Langsam laufen, bitteschön. Sonst entdeckt uns Meeks noch. Und das wäre nur zu unschön. So. Ah, ich brauche Shift links gar nicht gedrückt halten. Ich muss es nur einmal drücken, um das Schleichen zu aktivieren. Und dann wieder drücken, um es zu deaktivieren. Wo geht der nur hin? Der Meeks da vorne. Der hat irgendwie Dreck am Stecken. Das rieche ich doch bis hierher. Okay, der geht an dem vorbei, also mit dem macht er auch keinen Handel oder so. Mit unserem Freund Blake hier. Der schlawinert sich einfach so hier davon. Für ein paar Stunden also. Vielleicht sucht er ja seinen Schatz. Oder vielleicht sucht er einen Ort, wo er seinen Schatz vergraben kann und wir entdecken ihn jetzt dabei. Egal, wir folgen ihm ganz, ganz unauffällig. Und vor allem leise. Ganz leise. Hört ihr mich denn noch? Eine sternenklare Nacht hier. So.
Was macht Meeks? Ach du Heiliger, was ist das denn? Sieht ja aus wie bei... Was hast du für mich? Stahlbart ist hier, aber nicht mehr lange. Er sucht eine Waffe und wird bald wieder aufbrechen. So, und was weißt du noch? Seine Tochter ist angekommen, aber nicht alleine. Sie hat jemanden mitgebracht. Ist er gefährlich? Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Was? Jemand ist dir gefolgt. Ich schneide dich in Streifen! Ach du Heimatland? Ich kriege dich! Können wir hier nicht mehr jetzt bitte nicht nur ich laufen? Ich kriege dich! So, können wir hier ein bisschen... Boah, ein Versunkener, das erinnert einen ja voll an Fluch der Karibik irgendwie. Ich kriege dich! Vielleicht kann uns hier welche helfen. So, Proviant, helf uns mal. So, wow. Oh, jetzt muss ich einen Krog nehmen oder einen Rum. Außer Reichweite, 1 von 2, der Verräter und das Biest. Questerfolg, der Verräter und das Biest. Versunkener. Einmal roher Fisch erhalten, eine Muschel erhalten, einmal Ring des Inquisitors erhalten, eine Axt, Entermesser und Meeks. Einmal rum und einmal roher Fisch erhalten. Okay, hey, hast du gesehen, was das war? Nee. Der hat uns nur geholfen jetzt. So, ein Versunkener. Eieiei, was war denn das gerade hier? Also es sah wirklich aus wie bei Fluch der Karibik. Wenn ihr das kennt, bestimmt kennt ihr das. Teil 2, wo es auch so Versunkene gibt. Das ist echt. Haben die sich davon was abgeguckt, Piranha Bytes? Wäre ja schön, dass... Ich habe mich mal umgehört. Ja? Das heißt, du bist bei der Inquisition rausgeflogen. Ja, und? Ich will nicht, dass sich hier fremde Gestalten einschleichen, die Ärger machen wollen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Aber wenn mir einer dumm kommt, dann gibt's aufs Maul. Nichts gegen den kleinen Kampf. Wobei du nicht so aussiehst, als könntest du ordentlich austeilen. Dann zeig mir, wie ich's besser mache. Wegen mir? Aber stellt sich raus, dass du hier bist, um uns zu verarschen, hau ich dich so um, dass du nicht mehr aufstehst. Kapiert? Ei. Gut. Ich hab gehört, dass es kein Wasser gibt. Ich hab gehört, dass es kein Wasser gibt. Ja, ja. Und eine zusätzliche Wache am Tor ist auch nicht verkehrt. Ich hab den Vögeln gesagt, einer soll zu Fans ans Tor gehen. Keine Ahnung, was daran so schwer zu kapieren ist. Geh zu ihnen und schick einen zur Wache ans Tor. Wo sind die Wasserträger? Wo sind die Wasserträger? Ja, das frage ich mich auch. Sie sollten eigentlich beim See sein. Geh Richtung Tor und halt dich rechts. Da sollten Colby, Docks und Foster arbeiten. Okay, geht klar. Warte mal. Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Hank. Ich pass auf die Mädels auf. Und? Du hast dich mit Holly amüsiert. Das kostet dich eine Kleinigkeit. 100 Goldstücke. Ich hab nur mit dir gesprochen. Hey, wie du deine Zeit mit ihr verbringst, ist nicht mein Problem. Vergiss es, du kriegst von mir gar nichts. Vergiss es, du kriegst von mir gar nichts. Das sagen sie alle, aber am Ende bezahlen sie doch. Also gibst du mir das Gold freiwillig oder muss ich es aus dir rausprügeln? Du kannst es ja mal versuchen. Du kannst es ja mal versuchen. Arme Irrer. So. Ja! Jetzt will der uns
unsere kämpfen gegen uns.